Hallo Leute, heute wir alle die alle von Händen Leute, erwarten. heute gar nicht groß. Hallo, bla bla bla. Ja, Ihr habt schon Sonntag. gesehen, wir machen Somdam. Und zwar Somdam-Tart. Das ist eine spezielle Variante von Somdam. Da wird Papaya-Salat auf einem großen Teller angerichtet mit jede Menge Yummy-Beilagen. Wir werden mit euch tanzen, Spaß haben, ausführlich mit euch Somdam essen und wir hoffen, ihr habt Lust mit uns Bock Bock Somdam zu stampfen und gute Laune zu tanken. Los geht's! Und wir haben jetzt schon direkt fertig Fertig gedampft. gemacht. Dam heißt so stampfen. Und heute ist Somdam-Tat. Ben Somdam-Tat. Isan Somdam, gell? Chai. Weil ihr wisst, es gibt Don't Somdam in sep, Ili. Do. Aber wir haben nur 5 Chili. Muss Ja. 6, 7, 8, oh, 19. 19. Wow. Nuclear Bomb. Der Trump ist Mut weg. Ja, das ist Trump. Trump Mit dem Somdam wird Trump vertrieben. Sehr gut, Mami. Hashtag Somdam gegen Trump. Ja. Ja, Mami, zeig bitte. Guckt euch das an. Hammer, Leute. Reisnudeln, Kanomjin kommen noch hier in diese Somdam-Variante mit rein. Und so schön. Gell? Ah, Mami, guck mal, blau. Wie du, Genau, rosa wie ich genau. und weiß Weiß wie ich, du und ich zusammen. Leute, Nein, so das weiß schön. so schaue. Ich glaube, Zuschauer wollen auch lieber rosa Ja, oder blau. kann auch alles bekommen von uns. Leute, ich muss. Und hier, das ist am Naturfarbe, ne? Ja. Das haben wir direkt aus Chiang Mai von unserem Biomarkt Das mitgenommen. ist Butterfly Pea, ja, Dok Anshan. Und das? Melon. Von Ja, Melone, Wassermelone. das ist Oh, Leute, Wassermelone. von Wassermelone in Und das diesem. ist natürlich. Ja. Okay. Und natürlich unser Hauptdarsteller, die grüne, unreife Papaya, Malagor. Die hier haben wir extra aus Chiang Mai von unserem Garten, hat meine Mama die noch mitgebracht. Und grüne Papaya ist mega knackig, super gesund, hat ganz viele Antioxidantien. Und da seht ihr noch Schlangenbohnen, Limette, Okraschoten, Flatter-Flatter-Flügelbohnen, thailändische kleine Aubergine, Tomate und Chilis. Und natürlich Mund schmeckt, Augen schmeckt Reisnudeln. Und daraus machen wir diese mega yummy Tam-Tam-Somdam-Tart. Mir läuft schon das Wasser im Munde zusammen. Wir schauen uns schnell die Zutaten an. Da haben wir helle Sojasauce oder Fischsoße, Tamarindesaft. Ich liebe das. Säuerlich, süßlich, mega yummy Tamarindesaft. Knoblauch, Surimi-Sticks, gekochtes Ei und Muja, thailändisch-vietnamesische Wurst. Das Rezeptvideo zu Muja füge ich euch unten in die Infobox. Guckt es euch unbedingt an, gell? Hier noch mit extra duftender Shiitake, so lecker. Hier ist Blala, das ist fermentierte Fischsoße. Müsst ihr nicht nehmen, wenn es euch zu exotisch, gell? Aber für uns Thailänder ist das ein Muss. Getrocknete Chilis, ihr könnt auch normale frische Chilis nehmen. Und hier ist Blagrob. Blagrob ist knusper frittierter Fisch. Das schmeckt so süßlich, scharf, ein bisschen salzig. Ich liebe das. Auch das ist kein Must-Have, gell? Und in jedem thailändischen Haushalt darf es nicht fehlen: Krok, Mörser und Stampfer. Und es geht los, Leute. Zuerst schälen wir hier die Papaya. Seht ihr, wie Mami schon tanzt? Und dann mit so einem Zackenschäler mache ich diese langen Streifen und guck, seht ihr, wie Mami das macht? So kriegt ihr die besten Streifen hin. Nicht zu lang, nicht zu kurz, schön dünn, schmal, da kommt die Knackigkeit perfekt zur Geltung. Guck, Mami und ich sind in Partylaune. Hallo, wenn man Somdam macht, dann kann nur gute Laune herrschen. Ihr müsst mitmachen, Leute. Ihr wisst, plam plam macht yummy.
Und es geht los. Wir geben ein bisschen was von dem Papaya-Streifen schon in den Mörser als Grundlage sozusagen. Dann kommen hier Chilis hinein und es heißt Bok Bok. Hört ihr das Bok Bok? Lieblingsgeräusch. Dann kommen Knoblauch hinzu, wird ebenfalls gebok bok gestampft. Dann Schlangenbohnen, auch schon mal ein paar, zum Kleinstampfen. Fischsoße oder helle Sojasauce, Blara, fermentierte Fischsoße, Tamarindesaft, Limette und da könnt ihr die ganze Limette mit reingeben, gell? Und das Ganze dann auch nochmal schön andrücken und stampfen. Und jetzt die Papaya-Streifen. Alles ineinander mischen. Hier müsst ihr gar nicht mehr so hart stampfen, Leute. Nur so ein bisschen andrücken. Tomaten noch rein. Tomaten auch ein bisschen andrücken, damit der Saft von den Tomaten rauskommt. Thailändische Aubergine in Scheiben schneiden. Lecker Yummy Muyo kommt noch mit dazu. Wieder ein bisschen durchmischen. Leute, wenn ich das schon sehe, kriege ich schon wieder Hunger. Ein paar getrocknete Chilis noch dazu, wenn ihr es noch schärfer mögt. Und schon ist Som Tam Tat fertig gekocht mit Reisnudeln, all die Gemüse und Kräuter hier außenrum als Beilage. Ist das eines meiner Lieblings-Som Tam-Varianten ever. Wenn ihr die Möglichkeit habt, müsst ihr es unbedingt probieren. Und ich glaube, jeden Thailänder, den ihr fragt, da gehört Som Tam auf jeden Fall mit zu den Top 3 Lieblingsessen überhaupt. Und von Som Tam wird es uns halt nie langweilig. Das ist so etwas, was man immer jeden Tag essen kann. Und ich finde, es ist halt total Express-Ticket nach Thailand. Und es ist so verdammt lecker, Leute. Wie gesagt, jetzt hier noch mit Muyo, mit der thailändischen Wurst, mit Blagrob, wie so Knusperfisch. Wurstchen mit Hitahishi. Mit Hitashiki. Shiitake. Weil so scharf kann man nicht mehr gucken. Das stimmt. Leute, wir essen mit der Hand. Ich hoffe, es stört euch nicht. Aber so isst man das zum Beispiel in Isan, gell? Mhm. Das wird quasi einfach so mit der Hand gegessen. Mhm. Wer das nicht mag und es doof findet, tut mir leid. Aber alle anderen, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und solange die Hände sauber sind, mein Gott, was ist daran so schlimm? Wir haben alle früher mit Händen gegessen. Ja, stimmt, überall. Ja. Vielen lieben Dank, dass ihr heute sexy mit uns... Das sowieso. Spicy ist nicht sexy. Ja. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr heute mit uns den Mörser gerockt habt, gell? Wir wünschen euch alles Gute, viel Gesundheit, auf dass alle eure Wünsche und Ziele in Erfüllung gehen, gell? Und das jeden Tag. Dankeschön, dass ihr uns supportet. Kopkunkam! Swadika! Swadika! Möge alles Gute, was ihr meine Mama und mir schenkt, immer reichlich zu euch zurückkommen, gell? Aber tschüss! Aber tschüss! Wiedersehen!